Herzlich willkommen in der Düsseldorfer Klassik-Remise. Herzlich willkommen auf der Whisky Fair Rhein-Ruhr 2015. Mein Name ist Stefan Kerzel. Und was es an Neuigkeiten, was es an Highlights und an Spezialitäten und Hidden Champions gibt, das präsentieren wir Ihnen jetzt in den kommenden Minuten. Single Malt Whisky aus Schottland ist ein absoluter Geheimtipp. Es gibt aber auch noch ganz andere Märkte und neben mir steht Selim, der sich auf Blended, also verschnittene Single Malts und schottische Whiskys spezialisiert hat. Blended Malts are basically still single malts, but coming from different distilleries. Taking different whiskies from different single malts from different distilleries and mixing them up, you arrive at an extremely wider choice of interesting tastes and interesting impressions. How far and long do you have to walk to reach your aim? I think, well, we have started working on blended malts actually around 6 months ago. So I think we will be putting our first casks onto the market within a month. And who will be your distribution partner in Germany? It's Kaspar Spirituosen, is our exclusive distributor in Germany. So from now on, we are expecting to expand in the German market. Islay ist eines der Highlights für jeden Single Malt Fan für schottischen Whisky. Und neben mir steht George Wools, der destilliert und verarbeitet auf Islay. So Kilhoman is Islay's farm distillery, and one of our main products is the 100% Islay. So what we do with this is we grow the barley, we then malt it, distill it, mature it and bottle it all on Islay at the distillery. Something we're very proud of and something very special and unique. As you can see, we are here in the Classic Remise in Düsseldorf. Many, many classic cars. Yeah. What do you think about it? They're beautiful. I've just been for a walk round and unfortunately I can't afford many of them. So not this time, maybe in a few years time. But no, it's a beautiful venue. Very different to a lot of the venues that we get elsewhere. So it's a nice special and a change to see lots of nice cars as well. Wer Düsseldorf und Altbier meint, der hat natürlich das Thema Ürige im Blick und vor allen Dingen hoffentlich im Glas. Ürige in Düsseldorf hat aber noch ganz andere Spezialitäten. Ja, wir haben uns vor geraumer Zeit, mittlerweile sind es knapp 10 Jahre, entschlossen, auch Whisky herzustellen, einfach aus der Liebe heraus mit Malz umzugehen. Das Ganze geht auf eine nette Bewandtnis zurück. Es gab Mitte der 80er Jahre eine Reise der Inhaberfamilie nach Schottland, bei der die Großmutter die ganze Familie durch die Glenmorangie-Brauerei gescheucht hat und hat dann in dieser Führung eben in so einem schönen Nebensatz fallen lassen, dass das alles ja nicht so spannend ist, was die mit dem Whisky machen, hat dann im Düsseldorfer Platt gesagt, das können wir auch. So, das können wir also auch, hat sie festgestellt. Und diese Idee hat der jetzige Geschäftsführer, ihr Enkel, wieder aufgegriffen, als man vor knapp 10 Jahren das Ürige etwas erweitern konnte mit dem Nachbarhaus dazu. Und hat dann den Platz genutzt und hat eine Brennerei dort installiert, immer mit dem Wunsch, Single Malt Whiskys herzustellen. Und wie gesagt, nach der ersten Reifezeit, 3 Jahre muss man ja haben, sind die ersten fertig geworden, haben überzeugt. Auch hier auf der Messe haben wir durchaus schon den Zuspruch gekriegt, dass wir doch was Schönes erreicht haben. Welche Geschmacksrichtungen haben Sie denn? Also der normale Bars, das was wir uns unter dem Bars, so heißt unser Whisky, vorstellen, ist eigentlich ein malzaromatischer Whisky, der sehr viel zusätzlich kriegt noch von den neuen Weißeichefässern, also sehr viel Holzaromatik. Und dann haben wir aber auch frühzeitig angefangen, uns besondere Fässer zu besorgen, die natürlich dann ihre eigene Charakteristik abgeben. Zum Beispiel so ein Highlight ist hier einer geworden, ein weißes Portweinfass, ist so eine der letzten Kreationen.
Wo eben von dem weißen Portwein noch ein bisschen Fruchtaromatik herkommt, noch ein bisschen Süße. Mit den Fässern spielen wir sehr gerne und wenn wir ein besonderes Fass irgendwo herkriegen, dann nutzen wir das auch und dann gibt es auch mal wieder eine neue Nuance. Was ist es denn, was hat es denn jetzt hier mit diesen Whisky-Sorten auf sich? Fangen wir doch mal hier an. Well, Lady of the Glen, ja, das ist ziemlich neu. Das ist Gregor Hanna in der Grafschaft Fife. Gregor ist ein junger Mann, 27 Jahre alt, frisch verheiratet. Und ich möchte ihn hier in Deutschland repräsentieren. Er hat so ein, wir sagen auf Schottisch, ein Knack für etwas. Er hat tatsächlich Little Mills gefunden. Er hat wunderschöne Whiskys wie ein Cappadoni auf dem Markt gebraucht. Und jetzt ein Secret Speyside. Ich weiß, dass er in der nächsten Zeit, in den nächsten zwei Monaten, 4, 5, 6, 8 neue Whiskys auf den Markt bringt. Ich sage momentan, mein Trend, wenn es ein Trend ist, geht Richtung Islay, junge Islay Malts. Das ist, was in Deutschland momentan gefragt ist. Das sind die Fragen, die mir gestellt werden. So, ich suche junge Islay Malts mit Erfolg und der Geschmack ist auch ganz toll. Mhm. Diese torfigen, beziehungsweise manchmal rauchige, aber die torfigen Noten sind hier sehr gefragt. Mhm. Ich suche auch, wenn ich herumschaue, irische Whiskys und ich habe einen irischen kreiert in Nähe mit meiner Tochter, die da steht. Das ist der Erens Nummer 1, 2 und ich kreiere demnächst Erens Nummer 3 in einem Portfass. Andrew wird auch demnächst, ich darf das vielleicht sagen, ja, wir werden auch Single Grains auf den Markt bringen. Sehr alte, ich darf die Distillerie nicht nennen, aber ich glaube, die Leute in Deutschland werden eine große Überraschung bekommen. Auch auf einer Whisky-Messe kann es um die Wurst gehen. Peter, du bist... Ja, genau. Peter, du bist Metzger und bist jetzt auf die Idee gekommen, in die Wurst Whisky zu mischen. Ja, ist ja das, was am besten zur Whisky-Messe passt. Ich habe da Whisky verwendet, also der schöne Ürige war es sogar. Dann habe ich ein bisschen Altbier da reingetan, auch Ürige Altbier. Was für ein Zufall, ne? Wir sind ja auch Düsseldorfer. Eine ganz super Komposition, weil das Altbier vom Ürigen hat unheimlich viele Bitterpunkte. Und die Bitterpunkte mit dem Whisky zusammen gehen in einer tollen Harmonie einher. Darüber hinaus mache ich da ein bisschen Birne dran, etwas Minze und leckeren Honig noch. Dann ist das schön rund. Du bietest jetzt verschiedene Wurstrichtungen, Geschmacksrichtungen an. Insgesamt 15 verschiedene Sorten, unter anderem eine Shanghai Tiger mit Wasabi, Teriyaki, Chili und Ingwer. Heute habe ich auch für die Kinder was mit Kräuter gemacht. Dann ist er nicht ganz so scharf mit bisschen Petersilie, Schnittlauch, Mazis, Muskat, bisschen Zitrone. Den Whisky zur Wurst, vorher, danach oder zwischendrin? Alles. Vorher antesten, dann danach und zwischendrin in die Wurst kippen. Aus dem Schwarzwald kommen ganz besondere Highlights. Das ist der Rothaus, der bei uns auch abgefüllt wird. Aus dem Hause Rothaus, Schwarzwald, wie Sie schon gesagt haben, besonders 3 Jahre alt, sehr schön, sehr rund, sehr fruchtig. Der ist auch sehr gut hier angenommen worden von der Messe. Aber nicht nur den, sondern auch wirklich schottische Whiskys haben wir hier im Sortiment. Also diese Besonderheiten, dass man vielleicht mal so einen besonderen Fass oder eine Fassstärke bekommt, ist halt auf der Messe wahnsinnig gefragt. Ich kenne Rothaus als Bier. Ich auch. Damit bin ich sogar aufgewachsen. Ja, es liegt halt nahe, dass man mit uns als Destillerie zusammenarbeitet und einen Whisky auf den Markt bringt. Aus dem Schwarzwald kommt nur Gutes. Gebraut oder gebrannt. Die Messe ist noch keine 2 Jahre alt, schon haben wir ein Jubiläum. Neben mir steht Jens Rosenberg. Jens, du hast einen ganz speziellen Jubiläumswhisky mit auf die Messe gebracht. Genau, jetzt zum Jubiläum der Brennerei, der Destillerie von Laphroaig gibt es dieses Jahr als Neuauflage den 15-jährigen Laphroaig wieder. 200-jähriges Jubiläum war der Anlass, dafür hat man das Ganze nochmal aufgelegt. Weckt natürlich das Interesse bei dem anderen
einen oder anderen Friend of Laphroaig. Aber auch so haben wir hier eine relativ große Auswahl oder Bandbreite, die wir bieten können. Das heißt, von milden Einstiegswhiskys, sowas wie ein Orkentoschen oder die japanischen Whiskys, bis eben hin zu den kräftigeren, rauchigeren Geschichten. Also für jeden ist etwas dabei und die Nachfrage ist auch dementsprechend gut und groß. Die Whisky Fair Rhein-Ruhr ist ja in diesem Jahr 2015 zum zweiten Mal. Wie ist es für euch? Also wir finden das hier sehr, sehr gut, positiv. Es ist ein wunderschönes Ambiente, muss man ganz klar sagen, gerade in Verbindung mit der Klassik-Remise, den Oldtimern hier. Schöner kann es eigentlich nicht sein, denn die Verbindung zwischen Oldtimern, Genießen, Genuss, Whiskys passt, glaube ich, ganz gut. Lockt auch den einen oder anderen Neueinsteiger vielleicht an, der es zum Anlass genommen hat, die Klassik-Remise zu besuchen, hier in den Schlenker macht. Und ich denke, das ist noch ausbaufähig, da kann in den nächsten Jahren noch ein bisschen was passieren. Hat Ihnen die Messe gefallen? Wir sind begeistert. Ja. Wir sind angenehm überrascht, ja. Sehr gut. Also sehr interessant, abwechslungsreich, verschiedene Sachen und halt ein wunderschönes Ambiente. Was sind denn so beim Whisky Ihre Highlights? Und Sie, favorisieren Sie bestimmte Richtungen? Also ich hatte einen sehr guten deutschen Whisky heute, der war gerade mal 5 Jahre alt und war dafür wirklich sehr, sehr gut trinkbar. Also ich trinke gerne einen lieblichen Whisky, nicht so einen harten. Und wir haben wohl heute, Michael, wie viel haben wir heute probiert? Wie viel Whisky? 6, 7, 8 Sorten haben wir probiert, ja. So Geschmacksrichtung? Eher rauchig sowas. Was Stärkeres dann. Neben mir steht der Veranstalter der Whisky Fair 2015. Thilo, wie war's? Toller Erfolg, muss ich sagen. Wir sind angenehm überrascht und jetzt schon dankbar für die große Resonanz. 2014 war Premiere hier in der Klassik-Remise mit einem Tag. Genau. 2015 waren 2 Tage. Na, das machen wir nächstes Jahr wieder an 2 Tagen, um die gleiche Zeit, nur mit dem Vorteil, dass dann das Ende der Osterferien eine Woche schon zurückliegt. Was ist denn das Besondere des Standorts Düsseldorfs? Ja, ich meine, Düsseldorf ist interessant, aber nicht nur an sich die Stadt, sondern der Standort hier. Ich meine, wir sind hier an einem Standort, wo früher Lokomotiven bewegt worden sind. Also die Richtung verändert worden ist. Das ist natürlich eine ganz schräge Mischung, ja. Oldtimer und dann das Thema Whisky hier. Und ich denke mal, das fixt die Leute natürlich auch an so einem speziellen Standort mal sowas zu erleben. Im Gegensatz zur Whisky Fair Rhein-Ruhr ist ja die Aqua Vitae, die immer im Oktober stattfindet, ein ganz etabliertes Format. Wie passt das zusammen? Ja gut, die Aqua Vitae, wie du schon sagst, ist etablierte Geschichte. Eine Spirituosenmesse mit Schwerpunkt Whisky, wo es natürlich auch andere Sachen zu probieren gibt, wie Rum und Gin etc. Wir sind stolz, dass wir sagen können, also die Aqua Vitae ist unsere Flaggschiff-Veranstaltung. Aber dafür, dass diese Messe hier zum ersten Mal in 2 Tagen stattgefunden hat, kann man sagen, also es gibt also nirgendwo in NRW ein vergleichbar großes Angebot an Spirituosen, wie wir das hier auf die Füße gestellt haben. Ne? Und das war unser Ansporn und wir sind auch zuversichtlich, dass wir jetzt im Oktober mit der Aqua Vitae noch mal richtig gut abliefern werden. Klassische Whiskys, klassische Fahrzeuge, klassische Highlights hier aus der Klassik-Remise. Das waren die Impressionen und Highlights der Whisky Fair 2015 in Düsseldorf. Sollten Sie leider diese Messe verpasst haben, habe ich eine gute Nachricht für Sie. Vom 17. bis zum 18. Oktober findet die Aqua Vitae 2015 in diesem Jahr in der Stadthalle Mülheim statt. Organisiert wird es wieder von der Rolf Kasper GmbH aus Essen. Mein Name ist Stefan Kerzel. Es ist schön gewesen, Ihnen die Messe zu präsentieren. Ich verabschiede mich mit einem freundlichen Slainchen.